Auf ein neues und eine weitere Folge von Let's Play Monster Hunter Wise. 6-Sterne-Quests. Im letzten Part haben wir Tobi Kadachi und Mir Tsutsune besiegt. Könnt gerne vorbeigucken. Haben auch wieder hier die kleine optionale Quest geschafft. Machen wir gleich wieder eine dran. Und machen jetzt die vorerst letzte 6-Sterne-Quest. Das war Rathalos, war der andere. Rathalos und Tigrex. Ja, ich glaube, da sollte sich Elektro sehr gut anbieten. Aber wir gucken nochmal nach. Die Notizen, große Monster. Tigrex hat Elektro als größte Schwäche. Und Donnerpest und Rathalos. Donnerpest und Elektro, sehr gut. Na gut, ein Drache, aber Drache habe ich nicht. Warum auch immer ich immer noch keine Drachenwaffe habe. Kann ich auch nicht sagen. Irgendeinen Grund wird es haben. Aber dann können wir hier... Was ist nur Lähmung? Jetzt muss ich wieder... Ja, die Kesu-Dolche nehme ich dann mit. Auch wenn die sehr viel weniger Schaden haben als andere Waffen. Aber wir gehen auch mal auf Statuseffekte. Würde mich mal interessieren, wenn ihr das seht, was besser ist. Kann man sich eher auf Statuseffekte verlassen oder eher auf normale Angriffsstärke? Beziehungsweise bis wie viel sollte man auf... Stärker gehen, weil ich weiß jetzt halt nicht. Das macht es, glaube ich, 12 Elektroschaden und meine Waffe macht halt, glaube ich, 40 weniger als meine beste Waffe. Und ich weiß nicht, ob das an dem Punkt überhaupt noch besser ist. Wie krass diese Schwächen sind. Das wäre sehr interessant. So, Tigrex kennt er ja schon, Rathalos. Wenn ihr Monster da mal irgendwie gespielt oder gesehen habt, werdet ihr das wahrscheinlich auch kennen. Das heißt, es wird jetzt wenig Neues sein für euch. Aber das gehört auch beim Jäger dazu. Und wir haben wieder den Text gar nicht gelesen. Das holen wir gleich nach. Moment. Sogar alle drei Effekte bekommen. Das ist schon ein gutes Zeichen. Questinfo. Überblick. Meine Untergebenen hatten ihre brutale Mission satt und haben rebelliert. Werde in den Lava-Höhlen strafversetzt. Ich will ein besserer General werden. Aber dazu muss ich erstmal überleben. Hilfe. Ja. Wir fangen mit Tigi an. Rathalos sollte einfacher sein, glaube ich. Den habe ich ja eh ein bisschen gefarmt für meine Rüstung, also. Der sollte nicht so ein Problem werden. Und Tigrex glaube ich auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Hier andere Lager hab. Ja, habe ich eins tatsächlich. Ja, ich glaube, ich habe halt auch nicht alle Lager. Es sollte noch viel mehr geben. Aber das sollte auch schon mal näher dran sein als das andere. Falsche Richtung. Hier hin müssen wir. Kann ich hier einfach runterspringen? Ja, können wir. Auch wenn es ziemlich weit runter geht. Ja, dann geht's aber nicht. Wie hier lang? Ja, genau. Wo hier noch ein paar Sachen unterwegs mitnehmen. Und dann noch flach runterfallen, sehr schön. Bisher kommt das sogar entgegen, Tigrex. Hinter der Ecke lauert er. Das ist die falsche Ecke. Die Ecke war es. Auch noch ein bisschen Erze. Bob. Drachnid ist auch immer wichtig. Ist da oben die Sau. Dann gehen wir hier auch mal hoch. Ach Hundi, was soll das denn? Ich will doch meine Käfer alle benutzen. Jetzt flieht die Kriegs wieder, oder? Hinten sollte er sein. Ja, da hinten krabbelt er rum. Siehst du, ich finde halt seine Fortbewegungsart sieht richtig komisch aus. Ich glaube, ich sollte auch hier lang gehen. Andersrum macht das nicht so viel Sinn. Bitte schreibe ich nicht an. Ist alles gut, die Grex. Oh. Ich einfach schon so ein Mini-Stück Ausdauer verloren haben, oder? Und da sind beide. Sehr gut, bekämpft euch. Ich reiche mal kurz aus, bis ich einen von euch reiten darf.
Alter, der arme Tigrex, Rathalos. Okay, gut, die kriegen beide gut aufs Maul. Sehr gut, dass ihr euch gegenseitig schadet, da ich eh beide von euch bekämpfen muss. So, Tigrex. Aua. Hallo. Du hast dir das nicht gefallen lassen, Rathalos. Du bist der König der Lüfte. Komm, mach jetzt einen starken Angriff. Nochmal und nochmal. Muss treffen. Und auch noch unsere Ulti machen. Ja. Und krack. Ich dachte, der macht seine Feuerbälle. Das macht er auch noch. Uff. Bin verbrannt nochmal. Warum brenne ich jetzt nicht? Aber naja, so, soll mir recht sein. Die Kriegs hat ordentlich aufs Maul bekommen und ist auch vergiftet. Durch den Schweif. Das fängt sehr gut an. Und ist direkt auch wieder in seinem leuchtenden, bösen Modus. Im wütenden. Okay. Dann gehen wir ihm wieder gleich hinterher und sammeln hier noch die Objekte ein, die sie wieder fallen lassen haben. Super. Super. Oh, nur Zeug vom Tigrex rausgeprügelt. Vielleicht ist die Träne vom Rathalos. Der Rest auf jeden Fall nicht. Ist wieder zusammen? Nee, oder? Wenn jetzt gleich wieder prügelt. Ich hab nichts dagegen, aber. Du hast doch eben schon gemerkt, wie es ausgeht. Auch willst du es dann gleich nochmal versuchen? Da ist wieder ein Objekt. Aua, mich genau innen reingezogen. Die Rat hat das mal drin. Ja, toll, wie von Träne. Hätte sogar, glaube ich, eben nachgucken können, von wem das die Träne war. Vielleicht habt ihr es sogar gesehen. Ich habe es auf jeden Fall übersehen. Und mal gucken, wen wir in den Parts jetzt auf Thumbnail packen. Wahrscheinlich bei Rathalos auf jeden Fall, den wir halt noch nicht hatten. Also Rathalos in dem Fall jetzt. Mit eurem Gift, ey. Pass doch mal auf. Der Amutigi hat schon eine Geduld aufs Maul bekommen von den Großen. Ist denn jetzt nicht? Keiner erlaubt, dass du dich heilen darfst. Was hat er anscheinend nicht vor? Oh Gott. Igi, bleib doch mal ein bisschen stehen. Okay, er ist wieder in seinem Ich renne einfach irgendwo hin Modus. Das war ein gewaltiger Smash auf den Kopf. Alter. Du mit deinem komischen Umherlaufen immer. Oh, ich kann ihn reiten. Und hier große Wände zum Gegenlaufen? Ja, ne? Sollte hier auch klappen. Sehr gut, klappt. Und nochmal hier gegen den Zapfen. Kaputt gemacht. Sehr gut gemacht, Tigi. Du war dein Schweif wieder ab. Na? Sagst du dazu? Boah. Du sagst dazu Schärfe weg und erst mal runterschreien. Ich glaube, du wirst bald abhauen wollen, oder? Okay, er ist schwach, also wir könnten ihn ab jetzt fangen. Ich glaube, wir fangen sogar Rathalos. Oh, wir haben ihn geschockt. Ja, und der ist auch noch so festgesetzt, also doppelt. So viel sollte er jetzt eh nicht mehr hier aushalten. Ich hoffe, wir schaffen ihn zu töten, bevor er nochmal abhaut. Aua, und ich hoffe, er tötet uns nicht nochmal irgendwie. Oh, shit. Oh, oh mein Gott, habt ihr diesen Millimeter Leben noch gesehen? Das war schon krass. Respekt, Tigrex, aber das war dein Ende. Hey, geh doch nicht genau runter, wenn ich wieder hochkomme. Oh, Revierkampf. Das Rathalos kriegt gerade nochmal auf den Kopf. Okay, Tigrex ist tot. Ich hab da nochmal ein totes Schrei abgelassen.
Oh, doof, dass ich jetzt Rathalos nicht reiten konnte, aber die haben sich immerhin so wehgetan. Das heißt, es sollte noch ein bisschen einfacher werden, noch Rathalos jetzt schnell zu erlegen. Es ging auch wieder relativ schnell. Nicht so schnell wie mir zu tun im letzten Part, aber... Ja. Könnte auch wieder ein kürzerer Part werden. Mal sind die ja gleich da unten. Mal ganz schnell schärfen, bevor ich unten ankomme. Da ist er doch schon. Hallo Rata. Schaffst mich nie durch den Schrei durchzudodgen irgendwie. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Rata jetzt so viele Probleme macht. Bin in letzter Zeit sehr gut gefarmt. Schieß doch nicht die doofen Käfer ab. Ich brauch die noch. Um Verteidigung gegen dich zu bekommen. Da sollten wir seinen Schwanz auch abtrennen. Denn ich Gift auf uns macht. Das wusste ich auch nicht. Ich bin ja so eigentlich so ziemlich sicher gewesen, dass Ratian sozusagen Rathalos ein weibliches und nur sie Gift kann. Aber er hat mich jetzt halt auch schon mal vergiftet. Ich glaube, wir haben auch wieder Gegengift bekommen. Und Tigrex kann halt definitiv kein Gift machen. Deswegen, das verwirrt mich sehr in dem Teil. Ich weiß gar nicht, ob er das bei World auch gemacht hat. Vergiften. Okay, vielleicht hat das hier auch nicht gemacht, das war nur irgendein anderes komisches Vieh. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auch schön, ein paar Teile gebrochen, die Flügel auf jeden Fall. Ah. Na, wir brennen gar nicht. Immer schön den letzten Millimeter einfach so wegdodgen. Gerade ein Feuerball nach hinten geschossen. Wie soll er das denn geschafft haben? Versuch's doch. Triffst mich doch trotzdem nicht. Sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Aber wenn wir Monster Hunter Story 2 wirklich let's playen sollten, dann werden wir mit Rathalos, glaube ich, sehr viel zu tun haben. Aus irgendeinem Grund bekommt man ja in den Story-Teilen, glaube ich, in beiden ein Baby-Rathalos am Anfang. Der dann mit im Team ist und da war sein Schweif abgetrennt. Mann, ich glaube, man sieht ein bisschen, dass ich Rathalos jetzt schon mehr trainiert habe als viele andere, von denen ich deutlich mehr aufs Maul bekomme. Ich sag nur zum Beispiel Diablos im vorletzten Part. Vorvorletzten Part. Es geht voran mit dem Projekt, ey, das hätte ich nicht gedacht. Nehmen sie her. Das finde ich halt auch so cool mit der Doppelklinge. Ich muss nur ihn leicht erwischen mit diesem A-Attacke. Dann kann ich mich halt schon einfach an ihn hochkämpfen. Mit dem Hammer und so müsste ich halt warten, bis er wieder unten ist. Aber er flieht jetzt nochmal. Naja, wir haben wieder einen Schwanz von ihm bekommen. Wir können aber unterwegs nochmal unsere Waffe schärfen. So weit hat das ja wieder nicht geschafft mit dem Berg hier hoch. Vielleicht noch eine Ration essen. Die Ausdauer auch wieder voll ist, brauchen wir ja sehr viel bei der Doppelklinge. Oh, ich wollte nicht runterspringen, aber egal. Unsere Beute ist schwach, krallen wir sie uns. Das tun wir, aber im Töten, im Sinne vom Töten. Ich glaube, der wollte schreien, aber konnte nicht mehr. Oh. Kann man jetzt durch den gegen die Wand laufen, töten? Also gegen die Wand fliegen. Ja, immerhin Rathalos. Ich glaube, den letzten schaffen wir nicht. Wir lassen die, glaube ich, einfach mal gegeneinander kämpfen. Oder auch nicht.
entkommst den Käfern nicht so leicht, das weißt du, Rati. Bist doch gleich tot, sag ich ja. Okay, also vielleicht sind wir jetzt durch mit den 6-Sterne-Quests. Ich glaube, jetzt kommt noch ein bisschen Dialog und dann... Hoffentlich sind wir noch nicht durch mit dem Projekt, ehrlich gesagt. Es wäre ein bisschen sehr schnell gegangen. Aber nicht so auf ihn draufzoomen wegen den Texturen. Nicht gut. Sehr schön. Buchfalter. Vielleicht streame ich hier gerade gleich noch ein bisschen Monster Hunter. Gucken wir dann. Ich werde das auch gleich erst beim Mittag machen. Krass, man überspringt so echt seine Sequenz da. Das ist cool. Das habe ich im Faktenvideo gesehen. So. Mal gucken, ob wir uns jetzt die T-Rex-Waffen auch bauen können. Mal gucken, ob jetzt noch viel Dialog kommt. Mir hat schon wieder alles geschafft hier. Oh, Randale-Quests kann ich nochmal zeigen. Muss ich auch noch eine machen, aber ich hasse Randale. Jetzt will keiner reden, okay. Okay, das ist jetzt sehr merkwürdig. So. Hier haben wir ja. Hier, wir können die T-Rex-Waffe bauen. Sehr schön. 160 Angriff. Das nenne ich mal Schaden. Wir rüsten es ja nochmal aus. Vielleicht benutzen wir es auch mal. In einem der nächsten Parts. So, wie gesagt, mit einer Malo-Platte, das wird anstrengend. Kann ich noch nicht bauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Vespoiden was. Noch ein bisschen. So, aber... joa, ne? Es will keiner mit uns reden. Warum haben wir einen blauen Haken hier? Soll ich echt diese Zulassungsquest hier machen? Stehst, dass du zum 3-Sterne-Versammlungsstätten-Quests annehmen. Das ist der Multiplayer, das hat ja nichts mit mir jetzt zu tun. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht war das ja schon der letzte Part, ich hoffe es natürlich nicht. Ich musste noch mal googeln, ja, zu dir wollte ich nicht, sorry. Dringende Quest. Magna Malo. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich bringt es den Multiplayer-Bereich. Ich würde sagen, ich werde mal ein bisschen mich informieren. Ich hoffe, es kommt noch ein Part. Also spätestens sehen wir uns wieder beim DLC, vielleicht aber auch schon früher. Vielleicht zeige ich euch auch noch so ein paar Biester, das werden wir sehen. Ansonsten würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ansonsten schaut in andere Projekte rein oder halt spätestens beim DLC wieder. Bis dahin und tschüss.